Welcher Song ist das? Till There Was You. Komponist? Meredith Wilson. Hallo? Mr. und Mrs. Sawyer, wann haben Sie Gabriel zuletzt gesehen? Vor einigen Jahren. Ungefähr 20. Die Röntgenaufnahme des Gehirns zeigt einen Tumor. Gabriels Langzeitgedächtnis setzt ab einem bestimmten Zeitpunkt aus. Als wäre er nicht der selbst. Ich bin Diane Daly. Ich bin Musiktherapeutin. Ich möchte mit Ihnen über meinen Sohn sprechen. Wir können die Musik als Mittel benutzen, um Teile seines Gedächtnisses zu reaktivieren. Als ich den Song das erste Mal hörte, hat er zu mir gesprochen. Der ganze Wahnsinn. All die Möglichkeiten. Diese Musik verbindet ihn mit einer Zeit und einem Ort. Hallo, ich bin Gabriel. Ich bin Celia. Dylan, Mann, der hat's drauf. Du hast es auch drauf, Gabe. Sie verwenden Musik, um ihn in eine Zeit zurückzubringen, in der er vor die Hunde ging. Finden Sie Musik, die Ihnen eine Zeit zurückbringt, in der alles in Ordnung war? So funktioniert es aber nicht. Du redest ständig so, als wärst du der Einzige, dessen Erlebnisse es wert sind, dass man sich an sie erinnert. Sie wissen doch, wie das ist, wenn man einen Song hört, durch den man in eine frühere Zeit versetzt wird. Tauschen Sie sie mir gegen alles, was nach 1958 rausgekommen ist und laut ist. Geht es? Vielleicht noch etwas konkreter? Ich habe Musik mitgebracht, die wir uns anhören können. Hey, toll, Dad! Ich liebe die Grateful Dead. Ich hätte sie fast mal gesehen. Was ist passiert? Wir haben es nicht geschafft. Meine Musik ist leicht verständlich, dies ist keine Ahnung. Die Dads sind auf der Straße aufgewachsen. Auf der Straße weiß man nie genau, was passiert, wenn man ankommt. Deswegen genießt man einfach nur die Fahrt. Das bedeutet das also? Ich hatte meinen Sohn 20 Jahre verloren. Ich bin 65 Jahre alt. Und ich muss mich mit meinem Sohn unterhalten können. Ich war noch nie bei einem Grateful Dead Konzert. Ich auch nicht. Ich hab die Medikamente. Ich hab den Koffer. Ich hab den Hirntumor.